Was? Wenn jemand stört, sag direkt. Nein. Oh, okay. Hauptsache in der Dusche nicht nennen. Was? Hauptsache in der Dusche nimmst du nicht, alles andere. Dann kannst du auch kommen, ja? Fühlst du dich als Kämpfer anders als andere Menschen, oder? Ich weiß nicht, wie sich andere Menschen fühlen, weil ich mache das ja mein Leben lang. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe in einen Raum ohne diese Skills, fühle ich mich schon angreifbar. Das ist halt das, was die Leute da nicht sehen, ne? Das Blut, der Schweiß. Ja. Das ist das, was die nicht sehen. Die sehen bloß den Ruhm. Die 5 Runden im Ring. So sieht aber unser Jahr aus, für einmal glänzen. Verletzungen, Blut, Schmerzen, Tränen. Aus München? Also meine Eltern sind damals aus dem Kosovo hergeflogen, aber ich bin in Deutschland geboren. Für den Rentner ist das noch okay, denke ich. Rentner. And still world champion from Munich, aus München, Daniel Dibuba! Wenn du rausgehst, mach einen Angriff, dann hast du ihn schon rausgedrückt. Dann nimmst du wieder deinen Ring mit. Dann hast du viel mehr Raum. Dass du Distanz halten musst, aber nur wenn du rausgehst. Dominik Sanke! Weißt du? Panos. Nochmal? Panos. Panos, Nachname? Lulis. Wie? Lulis. Lulis. Genau. Okay. Fight night.
Wann? 18.11. 18.11. Gib mal Gas. Kilo? 63, 60, sowas. 62, 65. Welche Gewichtsklasse ist das? Leichtgewicht. Leichtgewicht. Ja. Lightweight. Willkommen. Du hast mich aggressiv gemacht heute, dann werde ich erst warm. So. Scheiß Kopf an Kopf stehen. Nein, Boxstein. Aber hast du gesehen, wo du die Ring mit dabei hast, wie hältst du das? Ja. Ist viel einfacher, wenn man nicht reinschießt. Oder vielleicht. War gut, war sehr harte Spannung. Sehr harte Spannung. Was ist so? Ich freue mich, ja. Oh. Wer so hart trainiert, der freut sich auf jeden Fall. Sehr. Machen wir nicht zum Spaß hier. Ringsburg on, ne? Genau. Nee, ich kämpfe nicht, ich bin der Rentner hier. Und bin dafür, das junges Blut zu feilen, weißt du? 18.11.